Moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jetzt gehen erstmal schöne Grüße an den Marcel raus, an den Filmfreak Marcel, genau. Ja, und ich war heute auf dem Flohmarkt und es war richtig viel los, richtig viele Klamotten, richtig viele Spielzeuge. Ich habe jetzt aber auch nur zwei Sachen gefunden, also an Filmmaterial war echt wenig. Ich habe da jetzt auch zweimal eine PlayStation 3 gesehen mit Spielen und Stranglehold in der PS3-Version. Ob die jetzt wirklich unzensiert war, weiß ich nicht. Aber ich mache das hier jetzt einmal auf und zeige euch hier mal meine kleinen Funde. Und zwar Steve McQueen Getaway. Noch nie gesehen, hier in so einer Pappschuber-Auflage, die Nummer 31 ist das. Ich habe den noch nie gesehen. Das ist ja hier das originale Getaway. DVD ist auch noch intakt, das Ganze kommt von Warner Brothers. Hier empfohlen von Premiere steht hier noch drauf, in der Focus-Edition. Ich bin mal gespannt bei dem Film. Der wird bestimmt was sein. Ja. Kenne ich noch nicht, das Original. Und bei den Budenherren habe ich dann auch noch den hier mitgenommen. Für beide Filme hat er halt 3 Euro. Ne? Ist ein fairer Preis. Ne? Und ansonsten habe ich leider nichts Weltbewegendes gefunden auf dem Flohmarkt. Natürlich dann noch ein paar Leute getroffen, klar. Aber ich hätte da jetzt auch noch ein bisschen mehr erhofft heute. Wie gesagt, Spielhändler waren da. Richtige Händler und Private waren auch da. Ein paar PS2-Spiele, ein paar PS3-Spiele. Dann gab es auch noch Nintendo in diesen Cases drinnen, ne? In dieser Hartverpackung, aber und dennoch viele türkische Stände und von denen kaufe ich aber ungern was, weil die immer so schweineteuer sind. Gut, das dürfte es gewesen sein. Das war halt, ne, 2,5 Stunden, einmal hin, einmal wieder zurück. Nee, stimmt gar nicht. Ich fahre zweimal hin und zweimal wieder zurück. Parkplatz war auch immer wieder Katastrophe. Aber nö. Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Samstag und haut rein.